Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Ihr seid Fischkopf. Wir spielen weiter das Zombie-Trainingslager. Und ich bin heiß. Heiß auf Leichen. Und noch rauchende Patronenhülsen. Oder irgendwie so ein Quatsch. Hallöchen, hier ist euer Fischkopf. Wir spielen die Map Town. Und warum tun wir das? Einfach, weil wir es können. Die letzten beiden Folgen waren ja auf Transit und das war sehr umfangreich. Also nicht, dass die Videos umfangreich gewesen wären. Die waren nämlich überhaupt nicht umfangreich, weil ich nächste Mal gekommen bin. Aber die Map an sich ist total riesig und umfangreich. Deswegen wollte ich mal zwischendurch einfach nochmal gucken, ob ich hier mal ein bisschen weiter komme. Ne? Einfach mich gar nicht um irgendwelche Teile kümmern oder irgend so einen Quatsch, sondern einfach nur töten und überleben. Töten und überleben. Und jetzt klappt hier eigentlich gar nichts gerade. Drei. Zack. Oh, explodieren mal wieder. Die explodieren hier immer alle. So, und dann überlege ich nochmal, was waren denn die Tipps, die ihr mir so gegeben habt. Also, viele Leute sagen von euch, nimm jede Waffe aus der Truhe. Am Anfang. Dazu sag ich, nee, möchte ich nicht. Weil, nee. Nee, also na klar macht das Sinn. Also theoretisch sollte man das tun. Das ist total bescheuert, das nicht zu tun. Aber euer Fischkopf ist da halt nicht so. Ich mache auch Sachen oft anders, als andere Leute sie vielleicht machen würden. Und wenn ich so eine RP-Gangster sehe, dann... oder am besten noch so eine Crap-Machine, dann kriege ich das kalte Kotzen, Leute. Das kalte Kotzen. Es geht nicht. Es geht nicht. Nimm das Zeug weg von mir. Ich will das nicht sehen. Und wir machen so wie sonst auch immer. Wir holen uns hier gleich die MP5. Lass mich mal zusammenrechnen. 1000 plus 750 sind 1750, ne? Wir sind in Welle 2, das heißt, wir können noch ein bisschen rummessern. Wir haben gleich keine Munition mehr, aber wir, ja, das sollten wir. Jetzt haben wir natürlich noch brennende Zombies, das ist ein Problem. Wow. What? Jetzt ist es tatsächlich ein Problem, warte mal, weil jetzt explodieren die alle mal, ne? Müssen wir uns doch die M14 holen. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, Professor. Ja, na gut, es macht doch nichts. Es ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ist nur blöd, dann kommen wir halt später da hoch. Oh. Aber so ist das Leben. So ist das Leben. Kennt ihr den Song So ist das Leben von Fishman Jerry? So ist das Leben. Siehst doch einfach mal ein. Und zieh dich dann aus und komm zu mir ins Bett. What? Ja, komischer Song eigentlich. Ich weiß auch nicht, was dieser Teil mit dem Bett soll. Aber stecke ich auch nicht drin, ne? Keine Ahnung, wieso man jetzt sowas machen sollte. Machen wir eigentlich Headshots gerade oder ist es einfach hier 100 Punkte? 100 Punkte. So, uns fehlen noch ein paar Punkte. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Vielleicht kostet es auch gar nicht so viel, wie ich dachte. Aber ich meine schon, die Tür hier 750 oder vielleicht kostet die Tür sogar mehr. Ich glaube, die kostet sogar mehr. Die können wir aber schon mal aufkaufen. 750 und die MP kostet 1000. Die kostet 1000. Die kostet 1000, Alter. Ich kann ja nicht so gut Akzente nachmachen, ne? Ich üb das noch. Sagt man I? Man sagt ja auch, ich mag die. Ach, High Five. High Five finde ich cool. Wie findet ihr High Five? Ich finde das richtig geil. Ich mag ja Fabian Siegesmund, noch von damals. Ich hab mir ja seit 95 damals jede GameStar gekauft, die es gab auf dem Markt. Ich hatte mal so eine Sammlung, die musste ich dann irgendwann wegschmeißen, weil meine Mutter gesagt hat, dass das total sinnlos ist, was ich da mache. Und irgendwann habe ich es eingesehen und dann habe ich die tatsächlich weggeschmissen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich kannte jede GameStar seit der ersten Ausgabe. Und im letzten halben, dreiviertel Jahr hat sich das aber so rauskristallisiert, dass ich irgendwie aufgehört habe, die GameStar zu kaufen. Das liegt an der modernen Zeit jetzt, ne? Mit Internet und alles. Ich kann mir eigentlich alles, was ich sonst so bei GameStar geguckt habe oder gelesen habe, das kann man sich alles im Internet durchlesen, leider. Ich fand das Magazin total cool. Ich habe das immer sehr gerne gelesen und jetzt hat man da aber immer noch weniger Zeit und so, ne? Man hat ja so wenig Zeit immer, ne? Man hat ja immer so wenig Zeit. Und ich finde eigentlich Zeit zum Magazin lesen eigentlich nur noch auf dem Klo. Und das muss ja auch nicht sein, ne? Also was ich eigentlich sagen will, ist, wenn ich schon... Oh, jetzt habe ich aus Versehen... Na, egal. Wenn ich mir schon die Zeit nehme zum Lesen, dann lese ich doch lieber ein Buch. Und so News und so, das lese ich mir schnell mal eben durch, so zack, zack, auf irgendeiner Seite schnell zusammengefasst.
Und ja, oh, Entschuldigung, ich habe irgendwie mal wieder was im Hals. Ne? Reviews und so, da gucke ich mir eigentlich lieber so ein Video an. Ja? Auf YouTube, ja? Kennt ihr vielleicht. Und dann haben wir das. Ne? Und dann braucht man nicht jetzt so ein langes Review. Sie haben ja auch oft ein bisschen gespoilert, die Reviews. Nee, irgendwie. Also ich will jetzt nichts gegen die GameStar sagen. Ich finde sie immer noch total geil. Und das Magazin vor allem, weil ich mag das. Ich mag Magazine generell. Und dann ist die GameStar ja da auch noch ein sehr schönes Exemplar. Aber ich bin halt irgendwie weg davon. Es hat sich so entwickelt. Zeiten ändern sich. Ne? Was soll man machen? Kannst ja keinen zwingen. Ne? Kannst ja keinen zwingen. Und ja. Haben wir jetzt. Wir hätten jetzt sogar bald genug Geld für Nogger. Aber ich würde gern. Ich würde gern Truhe. Ganz ehrlich zu sein, wo ist die Truhe? In der Bar. Sehr gut. Wir haben genug Geld. Lass uns doch mal eine erste Vertuung machen. Ich sag erste so, als wenn wir noch 23 Vertuungen machen würden. Natürlich sterben wir aber nach Welle 8. Aber hey, lass es uns probieren. Wir müssen optimistisch bleiben. Wer weiß denn schon? Ja, eines Tages steht da unten links eine 53. Und ich freue mich. Oh, wir haben noch gar keinen Quick. Die holen wir uns jetzt. Ich glaube nicht, dass die cool ist. Aber immerhin cooler als jetzt gar nichts. Die nehmen wir mit. Und jetzt stehen wir hier rum. Stehen wir hier rum. Wow, tot. Und warten, bis die Zombies hier hochgelaufen sind. Und ballern so lange noch die anderen weg. Ich hätte ja wahnsinnig gern die Python, ne? Die Python! Die Python! Boah, ich übe das ein bisschen, ne? Die Python. Was wollte ich noch sagen? Ach, immer diese. Wie nennt man die eigentlich? Heißen die auch Perks? Ja! Die immer so am Ende der Welle kommen. Naja. Was wollte ich sagen? Python. Irgendwas wollte ich sagen. Na, ist egal. Komm, wir bleiben noch ein bisschen hier. Welle 6 sollten wir hier locker schaffen. Was haben wir hier? Die MP5 noch. Wie viel Munition geht so? Wir fangen erstmal mit der hier an. Ich würde wahnsinnig gerne die Python punchen. Gucken, ob das klappt. Das habe ich ja persönlich, also höchst persönlich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe das schon gesehen bei anderen. So. Kommen hier schon die ersten? Ja. Hey, Jana, was machst du da? Warum tust du das? Ich verstehe es nicht. Jana, wen hast du da mitgebracht? Den kenne ich nicht. Du weißt doch, dass ich Menschen hasse. Das nennt man übrigens Misanthrop. Ja? Wenn ihr schon immer mal das Lied von den Ärzten gehört habt und ihr dachtet, was heißt eigentlich Misanthrop? Das heißt einfach Menschen hassen. Also wenn jemand Misanthrop ist. Oh nein, ich bin in deine Jugend gefallen. Das wollte ich nicht. Aber schon Nogger? Nee, den holen wir uns jetzt. So. Ja. Vielleicht könnte ich auch einfach mal die Schnauze halten, ne? Vielleicht. Vielleicht würden wir da irgendwie mal weiterkommen gemeinsam. Ich weiß es noch nicht. Ich würde wahnsinnig gern tun, aber machen wir gleich. Wir machen noch eine Welle. Eine Welle überleben wir mal. Jetzt fangen wir mal hier oben an mit dem Überleben. Dann springen wir runter, vielleicht noch mal zur Bar rüber. Und ja, Double Tap ist ja auch ein ganz großer Freund von mir. Können wir auch mal schnell nachladen, bevor hier jetzt die große Welle antanzt. Erna, was habe ich dir gesagt? Schreiner! Ein Schreiner-Song wäre ja auch geil, oder? Ich hätte Bock. Ich hätte Bock auf einen Schreiner-Song. Und der Refrain wäre Schreiner! 10-Stunden-Version auf YouTube. Schreiner! 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 Oh shit. Oh shit. Kackwaffe. Das ist eine Kackwaffe. Schreiner! Insta-Kill! Oh, wir haben Munition! Munition! Wollen wir hier nachladen? Ne? Haben wir schon? Ah, ist egal. Ist egal. Wir tun uns ja jetzt eine Python, ne? Wir tun uns jetzt eine Python, damit wir sie würgen können. Aber das ist ein schlechter Spruch. Das ist unglaublich. Oh, da sind schon die ersten Kandidaten. Was ist das? Was ist das? Eine Typ 25. Ja, ich finde die schon ein bisschen besser als das, was ich da gerade hatte.
Es ist jetzt keine Galil, ne? Es ist auch keine Python, wenn man das jetzt so sehen möchte. Aber immerhin kann man damit schießen. Oh, Insta. Oh, das finde ich ganz gut. Wenn wir hier oben ein bisschen länger bleiben, können wir noch ein bisschen truhen. Ich würde schon gerne truhen, eigentlich. Ich würde schon wahnsinnig gerne truhen. Einfach mal, um irgendwie so eine geile Waffe zu kriegen, wie... Oh, shit. Oh, okay. Oh, oh, Äffchen, yes. Yes. Yeah. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn das übersteuert, dann tut mir das leid, wenn das so war. Beziehungsweise, ich habe ja gelernt, viele YouTuber... Ich gucke jetzt gar nicht zu PewDiePie gerade rüber mit einem Augenwinkel. Nutzen ja Übersteuerung als Stilmittel. Kann man ja machen, ne? Wenn man das möchte. Kann man ja machen. Findet ihr das geil? Also, oder generell, seid ihr PewDiePie-Gucker? Ich glaube, die Waffe ist richtig scheiße. Dann würde ich gerne noch ein bisschen kurz hier bleiben. Und, ja. Das ist übrigens auch ein Tipp aus den Kommentaren. Dass hier oben rumstehen und dann halt runterspringen, wenn es nötig wird. Wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Das macht ja sonst immer der Kies. Oh. Wenn wir zusammen spielen. Oh, shit. Okay, jetzt habe ich getruht und weiß nicht, was da in der Truhe ist. Oh, shit. Okay, das war nächster Stau. Oh. Okay, ja, die Truhung ist jetzt halt vertruht. Das ist halt so. Da muss man jetzt drüber wegsehen. Ich würde jetzt aber noch mal wahnsinnig gerne mit der Typ 25 hier ein bisschen rumballern. Oh, shit. Hier kommen wir noch rum. Zack. Oh, Freunde. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Oh, Mann! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin nicht sehr schlau. Ich bin nicht so schlau. Aber das kennt ihr ja schon. Denn ihr guckt ja jede Folge seit der ersten. Welche ist das jetzt eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ist das schon die 20. Folge hier? Ich weiß es nicht. Während der Aufnahme kann ich das nicht sagen. Wir haben genug Geld für eine Cola und das gönnen wir uns jetzt hier. Eine Cola. Und jetzt fehlt uns die Kohle für Double Tap und zwar genau ein 10er. Da könnten wir jetzt hier... Oh, schnell, 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 schnell. Ah, das war nicht so schlau. Ich hätte das andere Fenster machen können. Das wäre schlauer gewesen. So, haben wir hier noch... Haben wir hier schon ein paar Kandidaten? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Okay, das war nicht so schlau mal wieder. Jetzt geht uns hier die Muni aus. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir mit der gemeinsamen Muni mit der Waffe nochmal hier irgendwie überleben. Sowas. Hier rein. Double Tap wäre jetzt natürlich super gewesen. Aber der schlaue Fischkopf hatte ja einen 10er zu wenig in der Tasche. Okay. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ihr kennt das. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ruhig bleiben. Einfach nur ruhig bleiben und nicht die Nuke nehmen. Oh shit. Okay, Munition alle. Munition. Okay, da kam ein Zombie von hinten. Das war wieder sehr schlau von mir. Aber eigentlich müssten wir das hier einigermaßen. Wow! Okay. Wie viele Zombies sind da noch? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Umentschieden, umgedreht, woanders gelaufen. Zombies noch. So, wir gehen truhen. Wir gehen truhen, Commander, wir gehen truhen, weil diese Waffe hier, die Typ 25, die will ich nicht mehr haben. La 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 la. Bitte, bitte, nein. Okay. Gut, dann holen wir uns mal zwischendurch. Zwischendurch. Wir hätten auch punchen können. Aber, oh, hier ist gar nicht der Tombstone. Der geht's nur im Multiplayer, oder was? Ist das so? Ich glaube schon. Double Tap, it's Double Tap time. Give me the Double, Double Tap Root Beer. Wir brauchen mehr Songs, Leute. Wir brauchen mehr Songs. Wir brauchen den Nogger Song, wir brauchen den Double Tap Song. Wir brauchen den Speed Cola, oh yeah Song und so. Das muss alles noch kommen, aber jetzt gehen wir erstmal truhen. Kann man eigentlich auch noch einen Song zuschreiben, ne? Schön Beat drunter machen. Ich truhe. Ich truhe gerne. Ich hasse die War Machine.
Tue! Zweimal die Warmaschine! Wollt ihr mich verarschen, ihr Schweine? Oh, ich hab gleich keine Munition mehr. Und der Zombie läuft jetzt schneller, das finde ich nicht gut. Und ich hab mir überlegt, ich mach ein ganzes Let's Play, in dem ich nur singe. Oh, 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 aber ich dachte, das wird nix. Wieso? Ach so, weil ich nicht genug Geld habe. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders, damit wir die nächste Welle überleben. Holen wir uns jetzt hier Munition. Leute fragen mich, warum holst du dir immer Munition? Warum gehst du nicht truhen? Das liegt im Moment daran, dass ich nicht genug Geld habe zum Truhen. Und andererseits, wenn ich truhe, kommt da oft Scheiße bei raus, die ich einfach nicht haben will. Wie zum Beispiel jetzt eben zweimal die War Machine hintereinander. Und dann hole ich mir halt Munition. Einfach, weil ich so ein harter Typ bin mit riesen Einkaufstüten nach dem Einkaufen. Genau, und jetzt will ich hier ein bisschen trainen. Na, so. Gehen wir erstmal hoch. Wir haben jetzt einen Double Tap. Lass uns mal in die Bar gehen. Lass uns mal hier hochgehen in die Bar. Hier wartet bestimmt schon der ein oder andere Zombie auf uns. Ja, tschüss. So, dann machen wir hier dicht. Und dann gucken wir mal, wie lange wir hier überleben mit dem Double Tap. Wow, brennende Zombies und ich muss nachladen. Das ist trotz der Cola konnte ich nicht oben bleiben. Trotz der Cola musste ich springen. Trotz der Cola. Hui. Oh, guck mal, ich musste doch nicht mal trainen, weil die kommen gar nicht erst so weit, dass sie zu mir kommen und so, ne? Das finde ich ganz gut. Hui. Ah. Double Points, Double Points. Und rein damit. Aber sag mal, der Double Tap funktioniert irgendwie nicht so richtig, kann das sein? Oh shit, schon wieder keine Munition. Und keine Munition. Okay, pass mal auf. Sowas. Dann so. Und hier hoch. Zack. Ordentlich ein paar Zombies mitgenommen. Hier die Munition nehmen. Ich hätte auch tun können. Ich weiß das. So, Freunde. Double. Wie? Sind da noch Zombies? Ach so. Die sind alle zu Crawlern geworden. Finde ich ganz gut. Dann holen wir jetzt mal eine Waffe, weil langsam aber sicher kommen wir hier an so eine Stelle, wo wir so viel Geld kriegen, dass wir locker lässig punchen können. Und dafür hätte ich wahnsinnig gerne Python oder eine RPD oder eine Galil oder weiß ich nicht. So Experimente, das kommt dann später, wo man so Quatschwaffen. Ah, shit. Wo man so Quatschwaffen puncht, das ist mir jetzt irgendwie. Dafür bin ich noch nicht so richtig da drin, wie ich finde.